So, my friend, I've gotten some boiled water. So a little hot water, we say here, glaube ich, in Germany. Oh, it's good tea, my friend. Yeah. Stößchen. Also mir egal, ich nehme auf jeden Fall die 1 da als erstes, weil ich bin eh die Nummer 1. Ich nehme die 1, die war gerade richtig gut. Was hey, ich fahr mit der 1. Ich fahr mit der 1. Guck mal, die zwei Idioten haben, wie sie streiten. Du bist doch Polizist, willst du nicht lieber mal helfen? Ah, ich bin aus der Schweiz, wir sind neutral. Wir machen da nicht mit. Ja, okay, dann lass uns loslegen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei Kartomania Stuttgart. So sieht's aus. Wir machen heute ein weiteres neuen Arten-Video in Bezug auf die EM. Und zwar haben wir uns gedacht, wäre doch geil, wenn wir einfach mal ein paar Nationen nehmen, die bei der EM auch teilnehmen. Und uns mal überlegen, wie könnten sich die denn auf so einer Karte verhalten? Oder was ist denn vielleicht auch typisch für die Länder? Und das haben wir in einem kleinen Filmchen zusammengestellt. In dem Style, wie ihr uns kennt, wisst ihr ja. Genau. Bevor das Ganze losgeht, denkt dran, lasst ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar rein, auch wenn ihr vielleicht andere Ideen habt. Hilft uns, hilft dem Algorithmus, für euch kostet es nichts. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, let's go! Hallo, ich bin die Tibe Seifert. Ich komme hier, ich habe gesehen einen Auftrag über Baguette. Baguette? Ach so, na klar, Baguette. Ja, wir wollten hier einen Böden haben. Können Sie gerade mal mitkommen, will ich Ihnen mal zeigen, was wir hier meinten. Ich wusste gar nicht, dass Sie jetzt schon so früh da sind. Der Chef meinte erst gegen Namitsch, ah, ist ja wurscht. Guck mal hier, die ganze Fläche hier, da hätten wir gerne neuen Baguette. Wie wollen Sie fahren, wenn hier neue Baguette liegen? Die ganze Reihe. Wie wollen Sie fahren, wenn hier Baguette liegen? Das geht nichts. Wieso, was meinten Sie? Ich meine, klar, es ist ein bisschen rutschig, aber zum Fahren wird es trotzdem gehen. Wir fahren doch schon immer hier auf Baguette. Aber das würde sehr viel Krümel, wenn hier ganz viele Baguette liegen und dann haben wir Krümelmonster hier. Ich glaube nicht, dass die funktionieren. Was sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Ich meine doch Baguetteböden, nicht Baguetteböden. Aber wir reden nicht von die Gleichheit. Ich meine die Baguette zu essen, zu die Monde führen zu. Essen, nichts für Boden. Nee, ich brauch kein Baguette zum Fressen. Ich brauch ein Baguette, um da drauf zum Laufen und zum Fahren, Mensch. Mamma mia! Ah, scusi. Konnten Sie mir kurz eine Frage beantworten? Ja klar, selbstverständlich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, ich weiß nicht, was ich nicht so gut gemacht habe. Irgendwie immer, ich lande immer in die Bande drin und meine Rundenzeit ist auch nicht so, Babene, verstehen Sie? Was mache ich falsch? Ja, dann machen wir es einfach so, Sie fahren mal und ich achte speziell auf Sie und guck mal, wo der Fehler vielleicht liegt, da kann ich vielleicht weiterhelfen. Ah, scusi, Fiat 500. Grazie, Babene. Ah, affanculo. Hey, 500 Carolo! Hey, hey! 1 minute later. Und scusi, konnte Sie sehen, woran hat gelegen? Ja, ich denke schon. Kurze Frage, warum fuchteln Sie die ganze Zeit so rum beim Fahren? Das ist ja keine Fuchtel, das ist Temperamente, Emotione, va bene. Ja, kommen Sie mal mit, wir probieren es mal damit. Scusi, was soll das sein? Entschuldigung, was haben Sie da vor? Ich glaube nicht, dass das wirklich erfolgsführend ist. So, probieren Sie es mal so. Am Moment, ich muss Ihnen dann noch die Karte anmachen. Aber wie soll das gehen? Mit den Emotionen. Ah, va bene, funktioniert super. Va bene, super, scusi. Beste Fahrer. Grazie mille! Grazie, das war eine richtig gute Idee. Vielen Dank! Hot water, my friend. Oh, wow. Thanks for the race. What is it for tea? The best tea we have in Germany, oh, they said. Nice. Yeah. Let's taste it. Of course.
It's a good one. What do you think about the race? Oh, it was amusant. Yeah, but it was a little slippery. Yeah, I guess the other guys lost their hot water on the track. Yeah. Maybe they spill out some water. Could be. It could be. What do you think about the game this night? It was a win is win. Win is win. But we lose, I guess. I don't know. We drink the tea. Brasilien. So, wir kommen auf der Kartbahn. Schön, dass Sie da sind. Sind Sie schon mal gefahren? Nee, gefahren noch nicht. Aber weißt ja, mit Bier geht alles. Das Bier müssen Sie aber draußen lassen. Mit dem Bier können Sie nicht fahren. Okay, warte kurz. Ja. Ja, Moment. Bin gleich so weit. Moment. Ich krieg gleich nochmal eine halbe. Danke. 1 minute later. Hey, ist mein zweites Bier schon fertig? Renn nicht rum. Danke. Hallo, ich habe eine kurze Frage. Wo kann ich hier meine Wohnwagen hinstellen? Ich glaube, das ist der Raum hier noch zum Reinfahren hier. Bitte was? Sie wollen mit Ihrem Wohnwagen hier reinfahren? Das wird nicht funktionieren. Haben Sie schon mal eine Holländer ohne Wohnwache gesehen? Ich habe immer meine Wohnwache hier dabei und ich muss meine Wohnwache abstellen. Scheiße, lade hier. Keine Wohnwache nicht mit hochnehmen. Das hier ist ein Parkhaus für PKWs. Wenn Sie Ihren Wohnwagen irgendwo abstellen wollen, vom Parkhaus aus 10 Meter weit in die Richtung haben wir einen großen Parkplatz. Da können Sie den abstellen und dann mit dem Auto hochfahren. Passt das? Oh, das ist eine gute Info, danke. Dann stelle meine Wohnwache jetzt kurz mal um die Ecke herum. Aber eine Frage noch, haben Sie ein bisschen lecker Käse hier? Ein lecker Käsestück, ein kleines. Nein, das haben wir nicht. Wir haben Käsespätzle, Schnitzel und eine leckere Bratwurst, wenn du willst. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Hey, grüezi, was kostet der Fahrt bei euch? Ja, grüß dich. Hast du da an der Tafel? Trainingsfahrt 9 Minuten, kostet 17 Euro und ein Rennpaket 45 Euro. Sprich, halbe Stunde bist du dann ungefähr unterwegs. Oh, das ist aber günstig. Da könnte ich mir in der Schweiz nicht einmal ein Brezel, nicht einmal ein Schnitzel davon kaufen. Haben Sie genug Wechselgeld dabei? Ich glaube, das Großgeld mit. Ja, klar, das ist auch nur für sich möglich, aber Sie können auch gerne mit Karte zahlen. 1 minute later. Mir egal, ich nehme auf jeden Fall die 1 da als erstes, weil ich bin eh die Nummer 1. Ich nehme die 1, die war gerade richtig gut. Was willst du? Ich fahr mit der 1. Ich fahr die 1. Ich fahr mit der 1. Guck mal, die zwei Idioten haben, wie sie streiten. Du bist doch Polizist, willst du nicht lieber mal helfen? Ah, ich bin aus der Schweiz, wir sind neutral. Wir machen da nicht mit. Ja, okay, dann lass uns loslegen. Red Team. Salam aleikum. Wollt ihr Kette kaufen? Nee, danke. Ist gute Geschenk für Frau daheim. Nein, brauch nicht, die hat schon 100 Ketten. Komm, ich mache Sonderpreis. Brauch ich nicht. Wirklich, vielen Dank. Wollt ihr Kippe kaufen? Ich rauch nicht. Tut mir leid. Was ist mit Schuhe? Wollt ihr Schuhe kaufen? Ja, wie viel denn? 5 pro, also 10. Und lieber 7 für 2, also 7 für das Paar, dann bin ich dabei. 57. Ja, das ist schon ein bisschen viel. Die sind ja getragen. Ja, komm, ist gute Geschäft. 7, sonst gehe ich jetzt. 27. 7. Nur heute Sonderpreis. Ja, genau, 7. Ah, okay, mache. Wollt ihr T-Shirt kaufen? Scotland, no party. Ja? Entschuldigung die Frage, aber wieso haben Sie ein pinkes Tutu an? Ja, wissen Sie, am Flughafen ist mein Koffer verloren gegangen, aber ich wollte unsere Mannschaft traditionell unterstützen und das war das Einzige, was einigermaßen aussieht wie die Schottenrocke bei uns daheim. Ah, okay, dann lassen Sie mich raten. Ist wahrscheinlich der Dudelsack auch mit verloren gegangen, also dühlen Sie sich jetzt gleich hier ordentlich ein Bier rein, oder?
Nee, den habe ich tatsächlich verschluckt. Wenn man ganz, ganz leise ist, hört man auch immer einen Ton. Meine halbe Leben im Baustell verbracht, alles Geld genommen und in Heimat gebracht. Hey yo, wo sind die Albaner? Ich bin kaputt vom Bausteller. Bruder, wo? 12 Sekunden später. Bin ich hier richtig bei Baustell? Wo ist mein Bohrmaschine? Eh? Wo ist Bohrmaschine? Ein paar Sekunden später. Müssen die Motoren ölen? Dich gewinne ich. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, sind wir alle vollständig jetzt? Waren das jetzt alle oder kommt da noch jemand? Irgendwann später. Hey Jungs, ich dachte, wir sind bei Musti auf Baustelle heute. Warum hier?